Hallo ihr Querlinge, es geht weiter mit Kena Bridge of Spirits. Ich mache mich gleich auf den Weg, denn wir haben den letzten Geisterpfad vor uns, um das letzte der drei Relikte von Toshi, dem genauso verblichenen wie aggressiven Anführer dieses Geisterdorfes hier, um also dessen drittes Relikt einzusammeln, mit dessen Hilfe wir ihn überhaupt erstmal stellen können. Und das wird keinen Spaß machen, das weiß ich jetzt schon. Aber nach dieser Jägerin in der letzten Episode kann es ja eigentlich nur leichter werden, gell? Die war ja schon für mich der zweitschwerste Gegner im ganzen Spiel. Flupp! Da geht's los. Schlingblüten, okay. Portal da oben ist ein Gegner. Wie ist das jetzt? Pfad des Kriegers? Am Pfad des Kriegers gab es ja... Am Pfad des Kriegers gab es eine Geisterboss. Das haben wir irgendwo gelesen. Habe ich mir gemerkt. Irgendwelche Klippen und so. Was müssen wir erreichen? Wir müssen erreichen, dass wir hier weiterkommen. Da könnten Steine aus dem Wasser hochkommen und dann können wir uns darüber hangeln. Sowas in der Art erwarte ich. Oh ja, es ist ja denkbar einfach. Ach nee, so ein Ding. Ja, ist auch okay. Also, ihr habt die Sterne oben gesehen, ja? Ich erzähle jetzt nichts Neues. Jetzt sind wir... Wo sind wir denn jetzt? Da sind wir gewesen. Genau, das war unser Steg. Ja, da hinten kommt bei einer Schlingblüte nahe. Das ist wohl noch relativ simpel. Oh. Die Physalis schließt sich. Das war eine schwache Vorstellung. Ich dachte, das war jetzt so die erste Welle. Das waren schon alle. Oh, da oben, da ist die Geisterpost. Oder? Doch, das muss sie sein. So, überlegen. Wir können jetzt da rüber schwingen? Hä? Wir können aber auch hier durch. Ich mache erstmal das Normale. Da geht die auf. Wir kommen also zurück. Nützt mir gar nichts. Wenn wir da unten stehen, kommen wir da nicht hin. Geht nicht. Da sind wir jetzt durch. Wir sind jetzt hier. Okay. Bitte nicht zu weit fluppen, Kena, weil das ist echt hier ein bisschen eng alles. Jetzt sind wir da. Also wir gehen hier, also das da hinterm Kopf, das war das erste Tor. Da ist die Schlingblüte daneben. Genau. Das ist das zweite. Jetzt ist hier das dritte. Also wir gehen irgendwie kreisförmig um dieses Ding herum. Und ich fürchte, wir müssen hier irgendwas machen. Was ist denn das, wenn ich das da dran klatsche? Ja.
Ja. Wir müssen erst durch die Geistertore einmal rundherum und dann irgendwie den Weg nach oben finden. Boah, das ist scheiße. Hier ist auch so ein Ding. Ja. Also, Theorie ist klar, ja? Wir haben hier mehrere Tore, die führen uns ringförmig um diese Insel herum. Wir müssen da oben durch das Tor. Wir müssen also nach oben kommen. Hier ist unser Startpunkt. Wir ziehen uns rüber zu dieser Schlingblüte. Dort kommen wir aber im Moment nicht weiter. Deswegen müssen wir diese ganzen Sachen da aktivieren. Und ich glaube, die werden dann so hinfliegen, dass wir jeweils die Möglichkeit haben, auf den jeweils nächsten Absatz zu kommen. Ich denke, es ist schlau. Hier gar nicht drauf zu schießen. Ja, das war bestimmt richtig, weil wenn ich drauf geschossen hätte, hätte mir das zum einen hätte das Zeit gekostet und zum anderen wäre auch nichts anderes passiert, weil die Dinger explodieren ja auch von alleine. Wenn ich drauf schieße, machen sie mehr Schaden, aber sie sollen ja gar keinen Schaden machen, sondern einfach nur dieses Zeug aktivieren. Wo sind wir jetzt? Ah, hier an Land wieder. Gut, das riecht nach Gegnern. Also packen wir den Deo-Roller aus. Ja, ist klar, dass ich dem nicht ausweichen kann. Ich war schon immer richtig gut in solchen Spielen und ausweichen. Du bist noch da. Ey, sag mal, was hast du eigentlich gegen mich, du Arsch? Ich hab die Faxen dicke von euch Viechern. Ehrlich. Kommt hier an, ist aggressiv. Ich mache überhaupt nichts. Meine Güte. Da war ich zwischendrin auch noch ausgetappt. Das hat mich gerade komplett irritiert. So. Okay, es gibt keine Sterne, schade. Also da oben, über den Dingern. Frage. Was machen wir den Block? Vielleicht da hoch? Ja, könnte sein. Gucken wir mal. Wer programmiert sowas? Was muss man dafür geraucht haben? Guckt euch das mal an. So, was habe ich davon, wenn ich hier oben bin? Soll ich da irgendwas sehen? Bin noch nicht überzeugt, dass das so richtig ist. Was ist denn hier hinten? Aha. Von hier aus muss ich schießen oder was? Thank you.
ist natürlich falsch. Also von hier aus sehen wir da so einen sehr hellen Stern. Ach, da ist ja auch nochmal ein Stern. Hä? Ah, das sollte man machen. Na, das ist falsch. Das ging schon im Ansatz in die Hose. Sag mal, Kena, können wir es darauf... Okay, ganz ruhig. Steuerung, das ist alles gar nicht schwierig. Guck mal hier, ganz einfach. Ah, das ist 3. 1, 3, verstehe. Da ist noch so eine Plattform. Ja, 1, 3, 4. Dann ist klar, wie die Reihenfolge ist. Aber von wo aus muss ich die schießen? Ja, 2. Egal, von wo aus ich das mache. Jo, ist es. Die Dinger waren nur dafür, da mir die richtige Reihenfolge zu bringen und zu, ja, zu zeigen, zu verraten. Und für nichts anderes. Irgendwelche Verstecke gab es hier hoffentlich nicht. Was zu tun. Okay, also es scheint ein Rätselparcours zu sein. Das kriege ich doch leicht hin. Flup. Da hinten ist eine Schlingblüte. Geht die auf? Wenn ich hier unten bin? Nee. Da ist was. Also, wir können da hochklettern. Und dann können wir das da aktivieren. Was macht das überhaupt? Mal eine Meinung bilden. Aha. Ich soll mich dann in die Nähe der Schlingblüte hangeln. Ich schau mal hier runter mit der Maske, aber sehe auch nichts. Moment mal, hier ist auch was. Was macht denn das? Okay, das ist auch eine Möglichkeit, irgendwo hinzukommen, denn ich könnte ja hier runter. Das geht auch. Hm. Ist die Schlingblütenstelle da hinten vielleicht nur um... keine Ahnung. Also... die andere Stelle hatte Portale. Portale waren bisher immer richtig. Ich komme da nie wieder hoch, gell?
troll dich, Arsch. Hier ist auch so ein Tor. Also jetzt hatte ich zwei Wege. Das ist jetzt sehr interessant. Bin ich hier jetzt irgendwo ganz oben? Naja, hier gibt es auf jeden Fall... Ah, hier ist Geister... Hä? Das war nicht das, was ich vorhin als Geisterpost identifiziert hatte. Aber gut, dass ich es habe. Und ein Hut, eine so eine Samurai-Haube. Genau. Jetzt bin ich wo? Ah ja, also das da oben war wirklich nur, um die Geisterpost abzuholen. Der eigentlich richtige Weg führt tatsächlich über diese Portale. Man mag es nicht glauben. Also. Rutsche ich hier? Tatsächlich. Okay. Ich rutsche da. Das ist nicht so schön. Erledigt. So schlimm war das gar nicht. Wo bin ich denn jetzt gewesen? Das kam unerwartet. War das einer von denen? Der da. Nee. Das ist der da. Wie soll ich denn da durchflippen? Solltest du dich auch runterfallen? Ah ja. Also. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Ja, es ist das Holz gewesen. Ich muss den Stein treffen. Ja. Man sollte auch in die richtige Richtung gucken. Kena. Jetzt ist der Wurm drin. Es ist absoluter Wurm drin. So macht man das nicht. Ich muss mal versuchen, auf der Platte da schon das zu aktivieren, den Schild, weil in der Luft kann ich es nicht. Das ist mittlerweile mehr als klar geworden. Das ist nämlich ganz einfach, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ui. Oh. Ist jetzt hier schon der Reliktboss, weil zwei Heilpflanzen? Ich hätte gern vier.
Ja, dann werde ich ihn mal rufen. Klingelt mal. Bong. Ja, das ist er bestimmt. Oh, das ist die Maske, die ich dann aktivieren darf. Yep. Dann gucken wir mal, was du drauf hast. Toshis Liebe. Sei lieb zu mir. Oh oh. Er hat eine Gläfe. Und er kann hüpfen. Ich kann ihm den Hut weghauen. Oh, der kann aber ganz schön gut parieren. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach, da bist du. Das war deine blöden Schläge. Du bist mir viel zu nah, weißt du? Oh. Das kennen wir. Okay, das kennen wir nicht. Aber das kann ich auch, guck mal. Arschloch. Oh, der kann... Er kann auch ein paar andere Sachen. Oh ja, stimmt, das war das wieder. Beim ersten Versuch bin ich sehr zufrieden. Ja, das habe ich übersehen. Kena! Ich wollte den da machen. Den da. Bumm. Ja, guck mal, im ersten Versuch, drei Viertel down, das sollte nicht so die lange Kampfphase werden wie beim Jäger. Ich zeige euch mal, wie man den kriegt, wenn man ungefähr weiß, was er kann. Yeah.
Das war Toshis Liebe, ein grober Geselle. Wir finden das Dorfwappen und Rotthut, Krieger, jawohl, und irgendwie drei weitere Rots. Ja, also da war gerade irgendwie die Animation sehr verkürzt, aber was ich sagen kann, während Kena meditiert. Erstaunlicherweise hat es sich bewährt, diesem Typen im Nahkampf zu begegnen. Im Fernkampf hat es viel zu lange gedauert, der hat immer wieder Schaden gemacht, das war total blöde. Aber im Nahkampf, wenn man seine Attacken blockt, dann sammelt man so viel Rottenergie, dass man ihn ständig mit Rotthammern traktieren kann. Und dann konnte ich ihn gerade besiegen, ohne dass ich eine einzige Heilblüte benutzt habe hier, glaube ich. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Einfach zurückschlagen. Mit genauso viel Wut und Wucht. Und damit haben wir jetzt auch dieses Geheimnis und dieses Relikt und fragen mal Zayuro, was dahinter steckt. Many rang this bell on a journey of reflection, hoping to seek guidance from our ancestors. Viele läuteten diese Glocke auf einer Reise der Reflexion, in der Hoffnung, Ratschläge von unseren Vorfahren zu erhalten. As our village struggled, Toshi found few answers here. Während unser Dorf kämpfte, fand Toshi hier nur wenige Antworten. Aha. Ich krieg auch wenige Antworten hier. Toshi. Oh, komm hier. Gong. Ich will auch antworten. Da geht's runter. Hier genauso. Na gut, wir können den Rückweg uns noch mal anschauen, ob da noch was übersehen worden ist. Und wir haben einmal Geisterpost, die wir austragen können. Und da könnten wir noch was finden, aber das war's dann auch. Ich weiß nicht, ob noch was fehlt. Das Einhorn. Das Einhorn neben dem Schrein. Toll. Gut, wir können jetzt hier zurückpaddeln. Oder wir paddeln mal zu den Inseln, wo vielleicht noch was ist. Ah, da ist ein Blumenschrein. Ah, da ist der letzte Blumenschrein. Tja. Hier könnte überall noch was sein, gell? Was ist denn das da hinten? Ist das eine Laterne? Ah, hier kann ich dieses nicht aufmachen. Schade. Ich kann die Maske nicht aufsetzen. Dann muss ich hinpaddeln. Ja, es ist wohl nur der Quader gewesen. Jo. Unübersichtlich. Was fehlt denn noch? Es fehlen noch drei Rots. Zwei Hüte, ein Blumenschrein. Also ich schätze das Spiel ja so ein, dass wir nach der Besiegung des Endgegners noch die Möglichkeit haben, zu suchen, was noch nicht gefunden worden ist. Und deswegen machen wir erstmal einfach weiter, weil ich ja gar nicht weiß, ob der Endgegner nicht noch irgendwas gibt. Blöde Frage, wie kriege ich denn so einen Schneckerich jetzt hier rüber?
Wasser ist ein Problem für dich? Kannst du schwimmen? Oh. Ui. Ne, das geht. Er kann schwimmen quasi. Das war der letzte Blumenschrein. Und die letzte größere Kristallbuchung. Waren wir da drüben eigentlich jemals? Ich glaube schon. Ah ja, das war die Höhle, richtig. Ja, waren wir. Gut, dann gehen wir Geisterpost austragen. Und machen erstmal alles geradeaus fertig. Mit dem Endboss dann natürlich erst im nächsten Teil, weil dann weiß ich erst, was überhaupt noch fehlt. Weil hier in diesem großen Gebäude könnten wir auch noch einen Hut finden oder einen Rott oder sonst irgendwas. Plopp. Der letzte Halt. Das war das letzte Mal Geisterpost ausgetragen, genau. So, was ist hier? Was hier sein? Irgendwas muss hier sein. Ich kann auf den Tisch hüpfen. Ah. Das ist keine Vogelkacke. Das sind die Spuren, denen ich folgen soll. Ins Obergeschoss. Da ist irgendwas. Aber noch willst die Verderbnis nicht loslassen? Oh. Jetzt schon. Naja, so groß ist das Haus nicht. Ich erwarte doch nicht so viele Dinge hier. Aber vielleicht einen Rott und vielleicht auch einen Hut. Ein Rott. Hi. Oh, fehlen noch zwei. Wenn ich nur wüsste, ob der Endboss einen gibt. Oh. Ja, damit. Die Kuchen wie die Tauben. Hundert Rotz bald. Naja, 98. Aber ich glaube, da fehlen... Das fällt nicht auf, wenn da zwei fehlen. Ein Bunny-Kostüm. Nicht dein Ernst. Rotthut-Hase. Gut. Ja, wenn hier unten jetzt nichts mehr ist, was sich einzuladen lohnt. Dachte ich mir, da ist nicht mehr viel. Und das war dieses Schmuckehäuschen. Naja, sieht ein bisschen verrumpelt aus. Aber den Rotz ist es egal. Gut, ja.
Macht also auf unserer Suche noch zwei Rods und einen Hut. Also einen Hut könnte ich mir vorstellen, dass der Boss einen gibt. Ob der Boss aber genau zwei Rods gibt, da bin ich mir alles andere als sicher. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, wieder in den Bergschrein. Das ist naheliegend. Auch wenn ich irgendwie wünsche, dass es anders wäre. Denn mit befreie Toshi ist es wohl nicht getan. Der wird sich zum Kampf stellen. War ja bisher immer so. Drei Relikte und dann der Obergegner. Wobei der jetzt hier schon ordentliche Reliktaufbewahrungsgegner hatte. Insbesondere die Jägerin. Boah. So, das mit den Eulen hatten wir gemacht, genau. Mal ganz blöd. Ach, mal hinten noch eine Laterne. Ja, ihr Gewehrlinge, dann war es das hier mit dieser Episode. Die schließe ich jetzt wieder ab. Denn auch wenn die für euch nicht so lang war, für mich sind ja die ganzen Kampfversuche mit drin gewesen. Und wir schließen sie ab mit dem Kauf eines Bunny-Huts. Hase, toll. Samurai haben wir auch gefunden, genau. Und der Krieger. Das war's, ja. Der eine Hut hier fehlt noch. So. Dann ist hier Schluss und weiter mit Toshi. Und auf die Schnauze geht's im nächsten Teil. Bis dahin.